So Leute, willkommen zurück zu Dragon Ball Xenoverse 2. Ich wollte gerade nach den PKs gucken, um zu gucken, wo wir stehen geblieben sind. Und jetzt ist das hier passiert. Ja, das ist gerade passiert. Da habe ich ganz schnell die Kamera eingeschaltet, damit ihr das auch miterlebt. Ja, die Aufnahme war nämlich eigentlich noch gar nicht geplant, ne? Ich wollte erst mal gucken, wo wir überhaupt stehen geblieben sind. Und dann mischt sich hier Freezer ein. So, Freezer-Angriffe. Manchmal greift die Freezer-Armee Condor City unerwartet an. Dann verändert sich die Atmosphäre in der Stadt. Angehörige der Freezer-Armee erscheinen am Himmel. Bestimmte Events, zum Beispiel Trainings-Events, werden abgebrochen, wenn eine Belagerung beginnt. Ja. Du kannst einen Kampf beginnen, indem du zur Freezer-Armee in der Nähe von Zeitminiatur Freezer Orbit fliegst. Wenn du gewinnst, erhältst du Widerstandspunkte. Die Freezer-Armee verschwindet, wenn die Zeitsoldaten genug Widerstandspunkte gesammelt haben oder eine gewisse Zeit verstrichen ist. Alles klar. Ja, ich spiele doch gar nicht online, ich bin doch offline. Wie kann denn sowas überhaupt passieren? Ja, soll uns jetzt mal egal sein. Hey, was machst du bei denen? Du warst die ganze Zeit ein Verräter. Oha. Heißt das, jetzt geht's hier richtig los, ne? Die haben mitbekommen, dass ich nicht zu ihnen gehöre? Vertreibe die Freezer-Armee. Ja, kein Problem. Kann ich machen. So, Pool. Außerdem, wenn die wirklich meine Identität aus dem Zeitriss meinen, dann müssten die eigentlich wissen, dass ich der Boss der Freezer-Armee bin. Damit sollte es eigentlich klar sein, dass wenn ich sage, da wird abgezogen, dann wird da auch abgezogen. Der soll sich hier mal nicht so anstellen, ne? Ich bin hier der Boss. Ja, Krillin bietet. Hier, alle greifen an und Krillin bietet eine Trainingssession an. Ja. Krillin, du hast denn nicht mehr alle. Noch ein Apul. Ja, wie oft gibt's dich denn? Ich meine, ich kann dich auch 30 Mal in die Tonne kloppen, aber das ist ja nicht Sinn der Sache, oder? Dass ich hier die ganze Zeit nur Apul verprügel, bringt mir Freezer, den schlage ich zu Brei. Übrigens, es ist auch ein neues Update hier mit DLC verbunden. Angekündigt. Dieses DLC bringt dann endlich die Charaktere, die niemand spielen wollte. Ist der auf unserer Seite? Ne, der ist fein. Die Charaktere, die niemand spielen wollte, nämlich Vados und Champa. Also den Gott der Zerstörung des sechsten Universums und seinen Engel. Warum? Ich meine, wirklich, warum? Ich will die nicht spielen. Ich will endlich Black in Rose und nicht Vados und Champa. Trotzdem bringen sie hier den DLC raus und erhöhen das Maximallevel auf 90. Derzeit ist er, glaube ich, Level 85. Maximallevel, das heißt, wir sind bald auf Maximum, ne? Weiter kommen wir dann nicht mehr. Cooler ist aufgetaucht. Schütze Konton City mit deinem Leben. Welcher ist denn cooler? Da vorne, cooler finale Form.
cool. Ich will doch nur zu cooler. Der war lange Zeit mein Meister, oder zumindest ja, einige Zeit. Und ich verwende seine Techniken, also geh mir aus dem Weg. Oder ich schmeiß dir demnächst mal eine cooler Supernova ins Gesicht. Dann gucken wir mal, ob du danach immer noch meinst, du bist ein Verräter, ich versuch dich jetzt zu verprügeln. Ja, die Sieger, Pool und andere. Ja, mein bärtiger Freund. Du kannst dich hinten anstellen. Zuerst ist der Pool dran. So, komm. Tot. Fang. Noch einer oder reicht euch das? Alles Schwächlinge. Soll ich gerne einen Dragon Ball erhalten? Ich habe nicht so genau hingeguckt, aber wenn, dann cool. Ich kriege auch beim nächsten Login an einem Tag, kriegen wir, also am nächsten Tag kriegen wir dann wieder einen Dragon Ball. Muss ich mal gucken. Dieser finale Form. Ja, komm her. Du willst mich also zum Feind? Wirklich schade. Bei deiner Stärke hätte ich die Arbeit... hätte die Arbeit für mich sicher, dir sicher gefallen. Ja, keine Zeit, stirb. Nö, ich sterb hier überhaupt nicht. Du hingegen hast's ziemlich verkackt, mein Freund. Hier, Gondon City angreifen und meine Aufnahme unterbrechen. So, deine perfekte Form oder deine finale Form. Soll ich dir mal was Finales zeigen? Was? Du benutzt deine dämlichen Psychokräfte? Dann guck mal hier. So. Spiel damit, Freezer. Dieser Gohan-eske Charakter hier, der kann uns eigentlich auch nichts anhaben. Du versuchst Freezer zu beschützen. Freezer ist bereits von der Supernova seines Bruders zermalmt worden. So, Abgang. Verdammt, er hat unsere Ausdauer rausgehauen. Aber er scheint nicht so sonderlich gut zu sein. So, gleich ist unsere Ausdauer wieder fertig. Ich wollte dir noch eine Big Bang Attack ins Gesicht hauen, aber wenn du nicht willst... Machen wir das halt so. So. Noch Fragen? Noch irgendjemand, der hier Stress machen will? Ja, da gab es ein paar Widerstandspunkte mehr für. So, noch irgendwelche Wünsche, Freezer? Freezer-Armee? Raspberry, Jeez. Allen, da hinten ist immer noch Freezer, a Pool, Raspberry, a Pool, Nave. Sieht so aus, als bliebe da eigentlich nur Freezer. Darf ich jetzt mit allen kämpfen? Das wäre nett. Also Freezer ist so der Einzige, der mich interessiert. Weil der Pool, ganz ehrlich, die 25 Punkte, die ich da kriege, da hau ich lieber Freezer weg. Dauert ein paar Minuten länger, aber dafür kriege ich auch 20-fache von dem. Und das längste bei den Kämpfen sind eh mal die Ladezeiten. Ja.
Ich weiß auch gar nicht, wie viele Punkte man braucht. Also klar, es zählt ja gesamt, also nicht nur wir, sondern da zählen ja auch noch andere Leute, die dieses Event gerade spielen. Ich nehme mal an, dass noch andere Leute das Event gerade spielen. Und ja, dann hoffen wir, dass die auch so munter hier mitkämpfen wie wir. Vielleicht sogar noch besser, vielleicht mehr gegen Freezer und weniger gegen Abul. Gegen Cooler, vielleicht gibt er ja 1000 Punkte. Achso, das ist nur ein Kampfanzug, sind keine Dragon Balls. Apul, Raspberry, Nabel. Da ist doch Freezer. Ist hier irgendwo Cooler? Ne, Cooler sehe ich gerade nicht. Dann kümmern wir uns hier drüben einfach kurzerhand um Raspberry will jetzt eine Runde. Ich wollte eigentlich mit Freezer spielen, aber sie lassen mich nicht. Wenn nicht, also ich sag mal, einen Part können wir uns ruhig mal hier mit dem Freezer-Event rumschlagen. Aber ich würde sagen, den nächsten Part gehen wir dann einfach zu den Parallelquests über. Weil, sind wir mal ehrlich, die Freezer-Armee, das ist jetzt nichts, was sonderlich spannend ist. Das sind hier ein paar Schwächlinge, die ich zu Brei kloppe. So. War's das? Danke. Dafür kriege ich wahrscheinlich nur 5 oder so, weil der nicht mehr Unterstützung hat. Naja, auch 25. Ganz ehrlich, eigentlich lohnt sich nur gegen Freezer zu kämpfen. Aber der hat natürlich seine ganzen Leute, die andere von ihm fernhalten. Bata, der wäre auch noch ein bisschen größer. Apul, Olen. Raspberry, Olen, Apul, jeez. Raspberry. Bata, nee, komm. Da schleichen wir uns mal rundherum und versuchen, jeez. Du machst immer nur Probleme. Egal, du bist jetzt mein Feind und ich lasse keinen Feind entkommen. Das wage ich zu bezweifeln, mein Freund. Du kannst froh sein, wenn du den Kampf überlebst. Wie Freezer das überlebt hat, das weiß keiner. Haben sie wahrscheinlich wieder zusammengefliegt. Anders kann ich mir das nicht erklären. Oh, Jeez hat der Erstschlag. Ich kenn dein Set, dein Kampfset ist verdammt schlecht. Oh, wir haben ihm seine Ausdauer rausgeprügelt. Ach komm, Jeez. Stell dich bitte nicht so an. So, Jeez. Da kommt ja deine Verstärkung. Komm, wenn wir gegen zwei Leute kämpfen, verwandeln wir uns kurz mal in Gold. Können wir nämlich Jeez kurz umnieten und dem anderen dann einfach wieder so ein so eine Supernova ins Gesicht rammen. Dave, reg dich nicht mit mir an, Dave. Das bekommt den meisten Leuten nicht so sonderlich gut. Oh, Dave ist in der Lage zu blocken. Damit ist Dave schon mal den Jeez einen ganzen Schritt voraus. Selbst die Todesstrahlensalve hier, den Herrscher-Todesstrahl, blockt er einfach. So, Abflug. So, gibt es jetzt wenigstens mal mehr? Bringst du ein Stück Cheese-Farben? Ja, 120, wow.
Will die Armee vielleicht wieder gehen? Ich meine, ratsam wär's. Viel erreicht haben sie nämlich bisher nicht. Riku. Warte mal, hinter dem Raumschiff. Das sind die da. Dann müssten, aber ne, falsche Richtung. In der Richtung auch noch welche sein. Nämlich, wenn wir jetzt mal hier so einen Bogen fliegen. Da ist Freezer. Zu dem wollen wir. Den machen wir nochmal. So, löse aus, Freezer. Gut, bevor die anderen hier kommen. Freezer ist der einzige, der Sinn ergibt. Egal ob in erster oder letzter Form. Ich weiß auch nicht, jetzt dürften wahrscheinlich nicht so viele Leute gerade auf dem europäischen Server online sein, weil wir haben jetzt Mittag am Samstag. Da sind wahrscheinlich viele Leute, haben Besseres zu tun, als hier Dragon Ball zu spielen. Ich nicht. Ah, das ist der Freezer in der ersten Form. Den finale Form haben wir schon besiegt. Ist dir die Kraft ausgegangen, dass du dich zurückverwandelt hast? Eigentlich dürften wir uns ja gar nicht verwandeln, wenn wir das Ganze fair halten wollten. So, ich kann deine Tricks hier auch. Ich glaube, wir halten das Ganze hier einfach fair. Ich meine, ne? So fair ist eben. Wow, geht. Jetzt hat er sich mit mir ziemlich verscherzt. Das hätte er nicht tun dürfen. So, Freezer. Das hättest du nicht tun sollen. Glaubst du wirklich, ich brauche meine Goldform, um dich zu vermöbeln? Oh ja, yeah, der Todesball. Moment, auf was blocke ich? So. So. Feierabend. Und komm bloß nicht wieder, sonst hau ich dir mehr als nur in die Magengrube. Er gibt auch nur 250, wenn er nicht in seiner finalen Form ist. Warum geben die denn alle so wenig? Das Haus des Oberältesten wird angegriffen, die hat das auch noch. Da unten ist Universalherrscher. Sollen wir da einfach mal hingehen? Gut, Leute, ich würde sagen, ich mache einen Cut. Ich kümmere mich hier kurz drum und wir sehen uns dann einfach im nächsten Part wieder bei den Parallelquests und danach wieder mit Story. Bis dann, euer Wolf.